Bildungspolitik gehen. Ich hoffe, dass der Uli Toden dazu gleich auf der Stubengasse was sagen kann. Aber vor dem Hintergrund werden wir sicherlich hier eine massive Beeinträchtigung, ein massives Werbeverhalten bekommen. Das, was in der Vergangenheit gelaufen ist mit freier Fahrt in Uniform mit der Deutschen Bahn und Ähnliches, wird dagegen wirklich eine Verschwinde-Nummer sein. Das wird massiv auf uns zukommen in nächster Zeit. Und diese Einrichtung ist geplant bis 2032 mit dem Fähigkeitsprofil, bis dahin auch Realkriege führen zu können. Und alles das, was im Augenblick geplant wird, auch in der Beschaffung und in anderen Bereichen, ist darauf angelegt, bis zum Jahre 2030, 2032 kriegsfähig zu sein. Und wir brauchen uns da keine Illusion zu machen. Die werden da alles ransetzen, das auch umzusetzen. Wir haben allerdings schon die Hoffnung, die Erwartung, dazu sind sie nicht in der Lage. Das schaffen die nicht, wie in vielen anderen Bereichen. Diese Pannenorganisation Bundeswehr, und es ist wirklich eine Pannenorganisation, die wird es nicht schaffen, die wird sich aber massiv auf Krieg einstellen. Und das ist umso gefährlicher. Da habe ich richtig Sorgen drum. Nicht, dass sie die Personalstärke kriegen, aber die, die dahin gehen, da mache ich mir Sorgen drum. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir sehr wachsam sein. Nochmal, Krieg beginnt hier und wir müssen an ganz vielen Stellen da aufpassen, dass dieses Krieg beginnt hier nicht nur bei der Namensfindung oder der neuen Namensfindung der Universitäten eine Veränderung hat. Die Manfred-von-Richthofen-Straße sollte umbenannt werden. Die Kriegerdenkmäler, da sind neue Stelen angebracht worden, einfach um zu erklären, das Ganze ist nicht so schlimm, aber es stehen da Stelen mit Inschrift Stalingrad oder der stehende Soldat. Und yeah.